springen jetzt weiter in den Bereich der Lehrerschaft, Lehrerinnenschaft. Solveig Schüler ist recht frisch examiniert und hat in zwei ganz unterschiedlichen Schulen, in ganz unterschiedlichen sozialen Milieus die Schreibzeit implementiert. Sie ist auch auf den neueren Filmen bei mir auf der Homepage zu sehen. Ja, und ich bin gespannt, was du zu sagen hast, Solveig. Ja, genau. Ich habe bei Beate mein Referendariat absolviert, habe dort auch immer schon Autorenrunden durchgeführt und die Kinder in der Schreibzeit schreiben lassen. Habe das natürlich am Anfang als Referendarin gemacht. Ja gut, Beate ist meine Studienleitung und irgendwann ist dann mein Feuer komplett entfacht und ja, ich habe mein Herz geöffnet für Autorenrunden und die Schreibzeit. Jetzt bin ich seit einem Jahr examiniert und war vorher im Referendariat an einer Akademikerschule mit ganz, ganz bildungsnahen Elternhäusern und bin jetzt als Klassenlehrerin an eine Brennpunktschule gegangen, Perspektivschule nennt sich das, mit einem Migrationsanteil über 80%. In meiner ersten Klasse habe ich auch, das passt so schön eben zu dem Beitrag von meiner Vorrednerin, viele Förderkinder, keine geistige Entwicklung, aber ich habe drei Autisten, drei diagnostiziert, die auch noch nicht schreiben. Ja, und die Freude der Kinder am Schreiben ist ungebrochen. Also die war in der Akademikerschule genauso hoch wie jetzt auch im Brennpunkt. Meine Klasse schreibt unglaublich gerne. Ich führe Autorenrunden seit der dritten Schulwoche durch, also seit ich angefangen habe letztes Jahr im Sommer, führe ich Autorenrunden und die Schreibzeit durch und die Kinder lieben es so sehr, obwohl sie mit relativ wenig literalen Erfahrungen in die Schule kommen und ich auch extrem viele DATS-Kinder in der Klasse habe. Dennoch ist das Größte für sie Schreiben und ihre Texte vorlesen. Wir haben auch schon ein bestes Textebuch verfasst, was sie auch immer in der Lesezeit sich gegenseitig vorlesen. Also Schreiben ist absolut deren Ding. Deutsch ist zu ihrem Lieblingsfach geworden. Ich bin ganz, ganz glücklich darüber, dass ich mit der Schreibzeit und auch mit der Autorenrunde dort gerade ja, im Brennpunkt so viel erreichen kann. Ich glaube, für die Kinder ist es einfach noch wichtiger, gehört zu werden und auch ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse aufschreiben zu können. Ja, also ein Hoch auf die Schreibzeit. Ja, vielen Dank, Solveig, für diese nahen Eindrücke.